Noch von gestern übrig geblieben. Mandarin, Orangen. Oder wie man es im deutschen Volksmund sagt, Orangen. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, was ich heute mit diesem verfickten Tag anstellen soll. Aber auf jeden Fall wird er gut. Oh! Oh, was war denn das? Ups. Ey, was ist denn hier los? Ne, die gehen noch. Aber was ist mit der Innen los, Alter? Junge, was ist denn das für eine Orange? Für eine verfickte Orange! Scheiße, das fickt mich ja völlig. Das fickt mich ja völlig. Ich weiß nicht, ob ich da vertrauen kann. Was? Oh, hier, die so richtig weiße Punkte. Ach, du Heimatland. Nee, mit der habe ich andere Pläne. Mit der habe ich echt andere Pläne. Aber ich weiß noch nie, was für welche. Aber die Pläne sind auf jeden Fall da. Sie müssen nur noch gründlich erforscht werden. In meinem Gedankenzentrum. Der Mango Marco Bar Booster Shake. Also Manko, Mandeln, Manko! Eigentlich heißt es Mango. Ich war bloß etwas zu impulsiv. Kokos, Banane, Booster. Ja, und dann natürlich dieser Müll. Wir fangen an. Mango. Ja, es ist halt einfach so ein Sommershake. Den kann ich jedem empfehlen. Damit werdet ihr gut durch den Sommer kommen. Also ihr habt euch auf jeden Fall die Makro-Manko-Manko-Malch-Malchhirn. Mein Hirn ist komplette Matsche mittlerweile, weil je wärmer es wird, desto weicher wird es gekocht, wie jeden Sommer. Und da ist auf jeden Fall Spaß vorprogrammiert. Spaß und Lebensfreude mit einem absoluten weich gekochten Dummschädel. Das macht uns doch allen die Suppe feucht, die uns irgendwann aus den Ohren rausläuft, wenn wir auch genug saufen. So. Okay, nee, ja, ach ja. Ja, die hat es wirklich nie anders verdient. Die Schlampe. So. Oh. Genau, ist halt die Frage. Da es aus der Fanpost ist, habe ich natürlich die freie Dosierungswahl. Ja, da gibt es für mich halt keine Verschwendung an sich. Deswegen, ja, wie ihr Bock habt. Wie ihr Bock habt, macht ihr hier ein bisschen Booster rein. Und genau. Und dann geht es auf jeden Fall fit in den Sommer. Ich meine, das Wochenende wären es 22 Grad bei uns in Dresden zumindest. Und wenn ich schon wieder daran denke, muss auf jeden Fall auch ein bisschen Schoko Crunchy Müsli mit rein für die Farbe. Und für den Crunch. So. Ja, es wird schon geil. Eieiei. Oh! Scheiße! Irgendwie bin ich heute ein bisschen anders drauf. Irgendwie läuft es heute ein bisschen anders in meinem Gehirn. Ich frage mich immer wieder, warum ich so eine miese, verkommene, abgefuckte Hurensau bin. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Also einer der Hauptgründe, warum ich mir einen Mixer geholt habe, ist, mich unter der Dusche ernähren zu können. Und das ist einfach nur hervorragend. Es ist wirklich einfach nur hervorragend. Oh! Ja. Es ist es schon, hier genau, es ist schon wieder was hingespritzt. Es macht mich krank!
Im Schach ist Hilfe nicht erlaubt. Das ist die Schönheit des Spiels. Man ist in seinen Zügen gefangen, die sich aus deinen vorigen Entscheidungen ergeben. Deine Optionen wechseln mit jeder Wahl dramatisch. Es gibt keinen Rettungsanker. In dem Spiel gibt es keine externe Macht. Es ist ein reiner Kampf zwischen zwei Gegnern. Oder in diesem Falle einer. Ja, nee, da ist noch was. Da ist noch was. Ich habe die Masse in mich reingesaugt. Langsam fängt es an zu kribbeln. Langsam fängt es an zu kribbeln. Langsam. Junge, ich muss dann unbedingt eine Runde Fahrrad fahren. Junge, also wenn ich es bis zum Fahrrad schaffe, ich probiere es mit dem Kakasutra. Ja, das Kakasutra! Alter, fuck. Fuck. Junge, 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 dieses unverantwortliche Verhalten, es zeigt Wirkung. Die Einzelstellung, nee. Der Goldstandard. Der Goldstandard. Damit probiere ich es jetzt. Ja! Ich weiß nicht, ob ich den Goldstandard schaffe. Ich weiß nicht, ob ich den Goldstandard schaffe. Ich weiß es nicht. Wer weiß denn heutzutage schon noch, wie man richtig scheißt? Was für ein herrliches Wetter! Ja. Das freut mich so richtig. Ich bin ja gerade auf der Suche nach dem Fahrrad, aber wenn ich das hier so sehe, dann kann ich diesen Vlog ja eigentlich nur den überboosteten Gesundheitsvlog nennen. Der besuchte 12-Finger-Darm. Okay, ich nehme das hier alles mit. Es nützt nichts. Es nützt einfach nichts. Naja, eigentlich muss ich jetzt im Training, weil ich mich ein bisschen abreagieren muss. Aber davor habe ich definitiv was zu erledigen bei der DVB. Denselben Verein, bei dem ich hier dieses Fahrrad ausgeliehen habe. Denn die DVB bringt uns alle von A nach B. Also ich habe mir das 49-Euro-Ticket ja schon geholt. Ich wollte jetzt trotzdem die Zentrale der DVB besuchen, um zu fragen, ob ich das 59-Euro-Ticket auch per Karte buchen kann. Oder ob das nur digital irgendwelche dummen Fragen, aber die stehen ja alle dafür an. Junge, ist das geisteskrank. Alter, ich habe das in 5 Minuten mir über die DVB-App geholt. Und nee, es ist wirklich... Jawohl! Ja, nee, dieser Wahnsinn ist es mir nicht wert. Haufenweise Kinder. So, ja... Also ich bin jetzt langsam wieder runtergekommen von diesem Boostermüll, direkt vom Training, also ja, mieser geht's ja gar nicht, aber egal, naja, also was lernen wir daraus? Booster sind einfach nur der größte Müll. Ach Junge, ich kann sie einfach von hier aus beobachten, ist das geil, naja, ja, ich habe trotzdem Energie, aber ja, dieser Booster-Flash ist jetzt halt weg. So eine verfickte Scheiße, aber naja, fürs Video ist es, war es einfach wert. Es war es einfach nur wert. Ey, das ist ja krass. Junge, was ist denn hier eigentlich los? Es scheint ein richtiger Tumult zu sein. Ich weiß nicht genau, was ich hier soll. Der Mann auch nicht. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Naja, ich gehöre zum Training. Ich versuche mich nur zu drücken. Es gibt keine Ausreden. Es gibt einfach nur keine Ausreden. Außer, dass ich jetzt hier nicht durchkomme. Ich bin ja gerade offen
Klo, im Fitnessstudio. Und ich habe jetzt ein paar Übungen hinter mir. Und ich muss sagen, ich fühle mich echt komisch. So als wenn ich umgehe. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Aber irgendwas spielt sich in meinem Kopf ab. Irgendwas Komisches. Irgendwas ganz Komisches. Oh je. Oh je. Er hat recht. Es gibt über 9 Millionen verschiedene mögliche Positionen nach je 3 Schachzügen. Und über 288 Milliarden verschiedene mögliche Positionen nach 4 Zügen. Die Anzahl nach 40 Spielzügen ist größer als die Anzahl der Elektronen im wahrnehmbaren Universum. Man muss die Ergebnisse nicht kennen. Man muss nur in der Lage sein, seinem Gegner gegenüber vorauszuschauen. Aber wie kannst du das, wenn der andere Gegner du bist?